Ich begrüße Sie herzlich, meine Damen und Herren, zum heutigen Medienkommentar aus dem Studio Wien. Die Bürgerinitiative Heimat und Umwelt hat im Jahr 2013 die Einleitung zum EU-Austrittsvolksbegehren gestartet. Wir haben am 19.07.2013 auf KlarTV darüber berichtet. Nun, ein Jahr später, haben bereits 8.900 Bürger dafür unterschrieben. Insgesamt rund 9.500 unterschriebene Unterstützungserklärungen will die Initiative im Dezember im österreichischen Innenministerium einreichen. Werden die fehlenden 600 Unterschriften bis dorthin gesammelt, kann dann in ganz Österreich im Frühjahr 2015 die öffentliche Eintragungswoche, also das eigentliche Volksbegehren, durchgeführt werden. Ein Volksbegehren ist in Österreich das einzige direkt demokratische Instrument, womit die Bürger die Behandlung eines Gesetzesvorschlags im Nationalrat verlangen können. Wir haben die Initiatorin Frau Inge Rauscher bei einem ihrer Infostand-Aktionstagen in Wien besucht und interviewt. Guten Tag, Frau Inge Rauscher. Was sind die Gründe, weshalb Sie in Österreich die Einleitung für ein EU-Austritt-Volksbegehren gestartet haben? Ja, Gründe sind natürlich viele. Wir wollen wieder ein unabhängiges, neutrales, freies Österreich haben. Keine Kolonie von Brüssel oder Washington, so wie heute. Das ist keine Lösung für die Zukunft. Wir wollen die Neutralität wieder zurückhaben und sie auch wirklich leben. Wir wollen die eigene Währung wieder zurückhaben. Der Euro hat sich überhaupt nicht bewährt wirtschaftlich. Wir wollen wieder für unser eigenes Land selbst zuständig sein. Und wir haben genug arme Leute in Österreich und genug Schulden, dass es unmöglich ist, dass wir noch andere mitfinanzieren können, wie das in der EU ja der Fall ist. Wobei dieses Geld ja auch nicht die Bürger in den anderen Staaten bekommen, die es vielleicht brauchen würden, sondern dort auch nur die Finanzindustrie und das ganze Bankensystem, das ja ohnehin in Geld schwimmt. Was sagen Sie zur immer wieder behauptenden Aussage, dass Österreich ein EU-Austritt enormes kosten würde? Ja, das wird natürlich behauptet von den Propagandisten der EU. Damit wird den Leuten Angst gemacht. Aber das ist ganz und gar nicht der Fall. Im Gegenteil, wir würden erstens die Mitgliedsbeiträge nicht mehr zahlen müssen. Österreich ist Nettozahler bei der EU. Seit 20 Jahren haben wir jedes Jahr Milliardenbeträge an Euro gezahlt, an Mitgliedsbeitrag und nur einen winzigen Bruchteil davon wieder zurückbekommen. Und über diesen können wir nicht selbst bestimmen. Das bestimmt auch die EU. Und das Zweite ist, dass die enormen Haftungen, die Österreich eingegangen ist mit dem ESM, dem Euro-Rettungsschirm, dem Fiskalpakt, der Bankenunion und so weiter, diese belaufen sich insgesamt auf 50 Milliarden Euro, muss man sich vorstellen, ja, die Österreich jederzeit flüssig haben muss für diesen Haftungsfall. Das würde im Moment des EU-Austritts sofort wegfallen. Ist der Austritt aus der EU rechtlich abgesichert? Selbstverständlich, sonst könnten wir ihn ja nicht betreiben. Es gibt eine eigene Austrittsklausel im Lissabon-Vertrag, Artikel 50, kann jeder im Internet nachschauen. Da ist das eindeutig geregelt. Es kann ein Austrittsabkommen verhandelt werden mit den anderen EU-Mitgliedstaaten. An dieses ist der austrittswillige Staat aber nicht gebunden. Es kann kein anderer Staat den Austritt eines Mitgliedstaates verhindern und auch nicht die EU-Kommission. Es ist nur eine Frage der Willensbildung in den einzelnen Staaten und das liegt am Volk und deshalb machen wir das Volksbegehren. Ist aus dem Friedensprojekt EU mittlerweile eher ein Kriegsprojekt geworden? Ja, das kann man schon so sehen. Schauen Sie sich die Lage in der Ukraine heute an. Im Schlepptau der USA und der NATO wird da jetzt ein Kriegsszenario gegen Russland aufgebaut. Das ist ja ungeheuerlich, dass ein neutraler Staat wie Österreich hier mitschwimmt. Das ist aber eben so, solange wir in der EU sind, sind wir auch Teil der Euro-Armee und wir tragen ja offiziell die Sanktionen gegen Russland mit, die völkerrechtlich ja überhaupt nicht legitimiert sind. Warum sollte jeder Österreicher die Unterstützungserklärung für einen EU-Austritt unterschreiben?
Ja, aus diesen Gründen eben. Aber es gibt natürlich auch andere, vor allem die Gentechnik zum Beispiel, die uns ja auch über die Hintertür mit dem Freihandelsabkommen jetzt EU-USA, Kanada hereingedrückt werden soll. Die EU ist eine Atomgemeinschaft, sie fördert die Atomenergie. Österreich hat eine Abstimmung, wo wir diese ablehnen. Also es gibt sehr viele Gründe, dieses Volksbegehren möglichst schnell zu unterschreiben, denn die Frist läuft jetzt Ende November ab. Wir können nur alle ersuchen, bis Ende November noch aufs Gemeindeamt oder die Wiener ins magistratische Bezirksamt zu gehen und das Volksbegehren zu unterschreiben. Herzlichen Dank, Frau Inge Rauscher, für das Interview. Wenn Sie, liebe Zuschauer aus Österreich, ebenfalls den Argumenten und Gründen für einen EU-Austritt, wie im Interview beschrieben, zustimmen, dann können Sie die Unterstützungserklärung gleich ausdrucken und unterschreiben. Weiterführende Informationen mit einer detaillierten Beschreibung der Argumente für einen EU-Austritt und die Unterstützungserklärung finden Sie unter folgendem Link: www.eu-austritt-volksbegehren.at. Weitere Aspekte zur EU-Müdigkeit vieler Bürger finden Sie zudem in unserem Themenblock Verordnungen der EU unter www.klar.tv/4188 und der Schweizer Serie über die Untergrabung der Volksrechte unter www.klar.tv/4141. Vielen Dank für Ihr tägliches Zuschalten und Verbreiten unserer Sendungen. Wir wünschen Ihnen noch einen anregenden Abend. Auf Wiedersehen.